Bitte bleib doch mal da drauf. Ah. Okay. Und dann schieben wir jetzt in diese Richtung. Und hopp. Ah. In die hüpft doch mal besser. So. Okay, wir sind also wieder raus aus der Höhle. Oder was auch immer man sehen kann. Halt, ich will deine Ahnung haben. So. Er flüchtet hier ins Boot. Wir müssen dann natürlich hinterher. Aber bevor wir das tun, machen wir uns eine Länge uns erstmal die Gegner und gucken uns erstmal die ganze Gegend an. So. Und dazu gehört uns natürlich auch das erstmal das Begrünen der Insel. Oder von Venedig. Pflanzt mal ein paar Blümchen. So. Hier ein paar Kisten nochmal zerkleinern. Weil es ist ja auch ganz wichtig, weil wir müssen ja auch wieder den einen oder anderen Charakter kaufen, um abzuspeichern. Dafür habe ich eigentlich das letzte Mal eigentlich zu viele Charaktere gekauft. Aber gut, das lässt sich verschmerzen. Können wir hier noch irgendwo hin? Ne. Können wir nirgendwo mehr hin? So, dann können wir hier noch. Sagen wir hier. So. Können wir hier den kleiner noch. Wo es da nicht viele Punkte gibt. Okay. Wir können jetzt einen auf Solix Segen machen. Und einmal hier verstecken. Und jetzt können wir hier im Fass hier rumlaufen. So. Extra für die Gegner. Gut, dann haben wir hier noch einen. Dann haben wir hier noch. So. So. So, scheinbar war es jetzt hier gewesen. Dann können wir eigentlich nur jetzt eins der Boote schnappen und hinterher. Jo, ja, es gibt nur noch eine Gondel. Ähnlich wie Venedig gibt es nur noch einen Ort und das ist Amsterdam. So, jetzt hat jeder von den beiden ein Boot. Amsterdam findet man auch Trachten, deswegen wird es auch klein Venedig genannt. So, wir hopsen mal hier rum. Nö, kommen ja nicht weiter. Hopp. Ach, das scheint eine Levelgrenze zu sein hier. Okay. Hier erwartet uns wieder eine kleine Kiste. So. 3 von 10. So. 4 von 10. Das kann ich, wo die anderen sind. Ja, ach, hier ist noch einer. 5 von 10, also haben wir die Hälfte. So, ah, da sind noch zwei, ja. 6 von 10, 7 von 10. Müssen wir die anderen suchen. Huch. Da ist noch einer, 8 von 10. 9 von 10. Und wo ist der letzte? Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Und bam. Und da ist die Kiste. Die muss gleich holen werden. Wenn man wieder zurückschwindet. Genau, so. Alle ab. Das machen wir gleich mal. So,
Nun haben wir die Kiste, da können wir ja den Rest noch einsammeln. So. So, ja, noch die Kisten zerkloppen. Da hinten noch. So. So, dann hier noch. Die Teile noch. Ah, hier sind noch Bockkisten. Der blaue ist ein bisschen wichtiger. Das ist ein 1000er-Punkt. So, und dann hier noch. Zack, zack. Okay. So. Dann haben wir die hier noch. Dann die noch. Die noch. Hier, unser Gegner fährt da hinten noch rum. Ab. Okay, und rein. Und weiter geht's. Na, Mädel. Fahr nicht hinter Wege rum. Gut, hier kommt man nicht raus. Wo ist auch mal. Okay. Na! Das hat die mache ich doch dauernd in die, ins Boot drin. Gut, in die Lager kommen wir da hinten nicht, aber wir kommen hier auf die Ecke. So, da hat. So. Dann können wir hier die Kisten noch zertrümmern. Okay, dann ist hier noch eine Kiste. Und hier. Und hier. Und hier. Und da. Und da. So. Na. Ja, brauchen wir einen Schraubenschlüssel, um den zu reparieren. Dann können wir nämlich auch da oben hin. Okay. Jetzt können wir uns mal um den Gegner kümmern, würde ich sagen. Na. Na. So, jetzt. So, Gegnerchen, wo bist du? Okay, wo? Da ist er. Na. Bam. So. Okay, er fängt an zu brennen. Er muss natürlich noch ein bisschen fahren. Okay. Ja, ihn hat es etwas erwischt. So. Gut, er bekommt ein neues Boot. Und wir haben einen Gegner, aber der Gegner da. So. Und rennt. Und weiter geht die Yacht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Also wollen wir auch gleich mal ja sehen. Ja. Und bang. Einmal erwischt. Und wow. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Mist, haben wir verpasst. Moment. Wir fahren auf der anderen Seite lang. Und schon kriegen wir ihn nämlich. Jo. Und das zweite Mal. Kriegt er wieder eins. Oder passiert was anderes? Nein, jetzt kommt die hier. Jetzt ist er da bei deinem Propeller. So, wo ist es? Wo ist der Propeller? Wo ist er? Da ist er, da ist er. Hopp. Huch. So, und schon haben wir einen Gegner. Okay, Level abgeschlossen, freigespielt, freigeschaltet. Indiana Jones als Professor. Elsa. Und Brody. Jawohl, Abenteurer, zwar keine 100%. 86%.
weil wir ein bisschen Bomber gestorben sind. Steine gesamt, das war die Jagd nach Sir Richard. Ich werde jetzt die Aufnahme erstmal beenden. Und deswegen gehen wir in die Universität. Wenn es jetzt nicht klappt mit dem Abspeichern, gut, er hat ja jetzt so abgespeichert jetzt so. Aber werden wir jetzt gleich sehen, ist ja nicht so lang. Ich hoffe, meine Tondatei wird nicht allzu lang, weil ich so ein Problem habe mit dem mit Outer City. So. Deswegen wird es auch drüber ja auch nicht keine Dings jetzt hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir noch was zu kaufen können. Ansonsten habe ich letztes Mal, jo, wir können ein bisschen was kaufen. Katzim, britischer Kommandant, britischen Soldaten, britischen Offizier und Mola Ram. Dann kaufen wir jetzt Mola Ram und beenden das ganze Game. So, das speichert noch ab. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Und viel Spaß bei den ganzen weiteren Videos. Und natürlich sehen wir uns bald wieder bei der nächsten Aufnahme. Tschüss, euer Neidrat. Jawohl, und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahme zu Lego Indiana Jones. Wir sind im dritten Film. Und so mache ich einmal fortsetzen. Da drin filmen der letzte Kreuzzug. Und zwar haben wir schon in Venedig erkundet. Und jetzt wollen wir Indies Vater befreien. Und zwar reisen wir dazu in GPT 2 Rettung aus der Burg. Und Story. Venedig ist ja die Jagd nach Sir Richard. Wo Indy da ein Teil von vom Schild von Sir Richard. So, und da sind wir schon in der Burg. Hier. Ja, die können wir zerstören, ja. Später mal. Gut, dann gucken wir uns mal um, ja. Und hopp. Ach, Indy kommt. Ach, Indy kommt nicht da dran. So, aber sie kommt dran. So, Indy, wir haben jetzt Elsa, genau. Elsa kommt da dran. Wir schnappen uns jetzt ein Schwert. Und ab geht die Bus. So. Hier sieht das wie die Mona Lisa, das Bild. Im Lego-Design natürlich. Oder ein Burgfräulein, aber sieht eher wie die Mona Lisa aus. Gut, was soll ich sagen? Achso, ja, ja. In Venedig hat er ja vom Schild ja ein Stück noch abgemalt gehabt. Nachdem. Oh, sind ja noch ein paar Punkte. Okay. Und nun sind wir ja und hat erfahren, dass sein Vater verschleppt wurde. Und zwar in diese Burg, ja. Und wir versuchen ihn jetzt zu befreien. So. Okay, da sind auch schon wieder die nächsten Gegner. Oha! Da hat mich natürlich erwischt jetzt. Jetzt haben wir ein paar Punkte verloren. So. Oh. So, noch ein Gegner? Nee. Gut. Hier kriegen wir einen Geheimraum ja auf. Mit dem Dugi-Charakter. Den haben wir natürlich nicht dabei jetzt. Wir spielen ja die Story.